So, damit ich mal endlich dieses Gasthaus finde. Bam, bam, bam. Und hier nicht noch ewig rumsuchen muss. Genau. Jethro hat nämlich das Päckchen von Coleman geklaut. Und ja, davon muss ich ihm erzählen. Außerdem scheint der Typ hier noch andere Informationen zu haben. Auf jeden Fall sollten wir ihn jetzt mal aufsuchen. Und es pisst schon wieder. Was für eine Scheiße. Jetzt habe ich 3 verschiedene Schwerter, aber kein Regenschirm. Irgendwie, Geralt, bist du sehr schlecht ausgerüstet. Ihr seid groß und hässlich. Das hat der andere kleine Junge auch schon erzählt. Gibt's hier was zu plündern? Naja, in 2 Ohren und da auch 2 Ohren. Besser als nichts. Ich glaube, hier bin ich falsch. Ich hätte hier hinten die kleine Biegung nehmen sollen. Ja, die Stadt sieht übrigens ziemlich geil aus, muss ich mal so sagen. Also es ist nicht nur 3 Häuser irgendwie, die man braucht, sondern wirklich richtig, richtig groß. So, ihr Schild, nee. Unglaublich. Sima kann sich eines anrüchigen Viertels rühmen. Ja, jetzt sind wir im Edelsviertel von Visima. Manch einer mag ja behaupten, ganz wie Sima sein Elendsviertel, aber das ist natürlich nur eine böswillige Unterstellung. So, hier. Das gesuchte Gasthaus. Zum haarigen Bären. Na, immerhin besser als zum blutigen Ochsen. Was eigentlich auch mal keine so schlechte Idee wäre. So. So, Kellnerin. Wo ist Coleman? Ja, egal. Sprecht erstmal die Kellnerin an. Hallo, möchtet ihr etwas essen? Oder führen euch andere Gründe her? Was für andere Gründe? Wir haben ein sehr bequemes Bett hinten. Was darf's sein? Gehen wir nach hinten. War nur ein Scherz. Mein Mann würde mir den Kopf abreißen, wenn ich mit euch ginge. Vielleicht sollten wir es riskieren. Nein, kürzlich hat er mich so sehr verprügelt, dass ich einen Zahn ausgespuckt habe. Was hast denn du für ein Schwein als Mann? Ich glaube, den sollten wir erstmal tüchtig die Fresse polieren. Ist hier was Interessantes passiert? Die Jungs kämpfen miteinander. Andere wetten auf den Sieger. Manchmal verprügeln sie Besucher. Das ist alles sehr, sehr langweilig. Siehst du auch echt gelangweilt aus. Deswegen hau ich jetzt mal ab und such mal Coleman. So, fast, fast, fast. Shankford. Okay, die waren sehr, sehr sparsam mit den Models. Werte auf dem Rücken, weißes Haar. Seid ihr aus dem Zirkus ausgerissen? Nein, ich bin immer noch dabei. Wie ich höre, suchen die jemanden wie euch. Spitze Zunge, guter Mann. Was kann ich euch bringen? Ja, du siehst den komischen Olaf da aus, wie aus dem Gesicht geschnitten. Okay, du hast da noch so ein paar Haare drin rumkleben. Und du hast die Beulenpest, Igitt. Haren Brock hat mir aufgetragen, dieses Päckchen zuzustellen. Colemans schmutzige Ränke. Das Päckchen ist für ihn. Wo kann ich diesen Coleman finden? Bin ich sein Vormund? Such doch selber nach ihm. Ich habe genug damit zu tun, diese Taverne zu führen. Ist gut. Ich sehe mich nach ihm um. Bittet, so wird euch aufgetan. Suchet, so werdet ihr finden. Ja. Fraget, so werdet ihr geschlagen. Dummkopf, so werdet ihr verprügelt. Was hat es mit diesen Wetten auf sich? Unterhaltung für die kleinen Leute. 2 harte Burschen kämpfen und wir wetten darauf, wer gewinnt. Und was springt für diese armen Irren dabei raus? Gold. Die Zuschauer lachen sich ins Fäustchen, während die Jungs Dampf ablassen. Und wenn was schief geht, kriegen die Hunde was zu fressen. Ja, Ade. Das nennt man dann Resteverwertung. Gut, aber Coleman habe ich immer noch nicht gefunden. Ah, okay, der ist in der Stadt unterwegs. Sehr gut. Kann ich hinten raus? Nö. Ja, da ich jetzt keine Zeit habe... Oh, Mann, bist du hässlich. Da ich keine Zeit habe, mich länger dort aufzuhalten, werde ich jetzt mal in die Stadt gehen und diesen Coleman suchen. Denn irgendwie scheint es was Mysteriöses mit ihm auf sich zu haben. So, ein Schurke. Ja, dann will ich lieber weg. Ach ja, hätte ich doch nur Geld. So, da ist Carmen. Na, gehen wir mal zu Carmen.
Wollt ihr euch ein wenig entspannen, mein Hübscher? Nur ein wenig? Kommt drauf an. Ich bin für alle Vorschläge offen. Plaudern wir. Na gut, reden wir. Aber ich hoffe doch auf mehr. Überrascht mich. Liebe ist wie eine Birne. Süß und wohlgeformt. Versucht einmal, ihre Form zu beschreiben, aber ohne Birne zu sagen. Ich bin kein Poet, aber ich erkenne ein reifes Früchtchen, wenn ich eins sehe. Ein Süßholzraspler. Wenn das Gespräch so weitergeht, will ich von dieser Frucht kosten. Habt ihr etwas Ungewöhnliches als Unterhaltung zu bieten? Manche Kunden würfeln dabei gleichzeitig gern. Interessiert? Vielleicht irgendwann einmal. Schön, euch zu sehen. Ja, aber irgendwie scheint mir die etwas sehr, sehr schmuddelig zu sein. Ne, mit den herabhängenden Klamotten. Ne, die Strumpfhose ist auch schon ganz schön eingerissen. Wer weiß, wer da schon alles dran war. Menge Rausschmeißer gibt es hier. Aber wo ist jetzt unser lieber Coleman? Vielleicht sagt mir die Quest noch ein bisschen mehr. So, da. Ich muss Coleman in der Stadt finden. Ja, schön. Vielleicht, wenn ich neu verfolge. Lagerhaus. Gasthaus zum haarigen Bären. Also irgendwie schickt der mich zurück ins Gasthaus. Ich gehe jetzt sogar einfach nochmal rein, weil, wie ich mich kenne, habe ich da bestimmt irgendwas vergessen. Deswegen schnell nochmal hier alles untersucht. So. Also, wir haben den. Ja, ein Zwerg, Munroverder. Die prügeln sich. Der ist fett. Nö, nichts Besonderes hier. Okay, hier ist noch ein Spieler. Aber kein Coleman. Das heißt, der guffelt wirklich hier irgendwo in der Stadt rum. Wahrscheinlich inkognito, weil er auf der Flucht ist vor, ja, irgendwelchen bösen Leuten, die mit ihm böse Dinge anstellen wollen. Naja. Aber vielleicht kürze ich einfach so ein bisschen ab. Mache nebenbei noch was anderes und finde den dann ganz zufällig. Ja. Genau. Ja, das passt doch, denn ich muss dann auch mit Thala sprechen wegen dem Silberschwert, was die Wachen gefunden haben. Ja, und der ist da hinten. Alles klar. Also einmal die ganze Aktion zurück und auf zu Thala. Wie schön. Hier kann ich... Ach doch, hier kann ich hoch. Ich wollte gerade schon sagen. Infrastruktur lässt hier sehr zu wünschen übrig. Kein Wunder, dass es wie sie immer so schlecht geht. Das Krankenhaus. Ich glaube, da muss ich nicht hin. Ich bin ja immun. Ja, hier stehen wir noch eine Menge Leute an der Pest. Die wütet hier gerade so ein bisschen. Es hat auch eine Menge Einwohner von Misima mittlerweile schon gerissen. Ja, warum und woher das kommt, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es übel. Hier sind wir auch schon bei Thalas Haus. Hui. Auf jeden Fall hat dieser Mann Geschmack. Etwas Wein. Ein Feuerstein. Da kann ich Feuerwein draus machen. Ja. Überraschen wir ihn mal im Schlaf. Ich bin Hehler. Ich kaufe und verkaufe. Womit handelt ihr denn so? Mit allem, was sich lohnt. Also, was darf's sein? Wollt ihr Wertsachen umverteilen? Die Wachen haben ein Hexerschwert bei euch gefunden. Erstens heißt das die schwanzlutschenden Wachen. Zweitens, was geht euch das an? Ein anderer Hexer, Berengar, hat euch aufgesucht. Es war nicht sein verdammtes Fleischermesser. Woher wisst ihr das? Ich hab den anderen Plunder eures Freundes noch. Das Schwert habe ich woanders her. Anderen Plunder? Genau, das bedeutet alles, nur kein Schwert, klar? So wie seine vollgepissten Unterhosen zum Beispiel.
Ja, Berengar muss wohl ein ziemlicher Angsthase gewesen sein. Auf jeden Fall hören wir nicht so wirklich Positives über ihn, aber der musste ja auch noch irgendwo rumschleichen. So. Also, woher habt ihr das Schwert? Das springt für mich raus. Ich steche euch nicht ab. Faires Angebot. Ich habe seinem Mann in der Taverne zum haarigen Bären abgekauft. Wärt ihr bitte so höflich, ihn zu beschreiben? Nicht nötig. Er ist der berühmteste Würfelspieler hier. Ein echter Magier. Wie kommt ihr an Berengars Eigentum? Ihr lasst nicht locker, hä? Von einem Zwischenhändler. Wo finde ich ihn? Im haarigen Bären. Ich glaube kaum, dass er mit euch reden wird. Der Mann heißt Coleman. Ja, ich sag doch, bei Coleman läuft hier alles zusammen, so wie im haarigen Bären. Da tobt der Bär. Ja, ich weiß, nicht lustig. Habt ihr von den Salamandra gehört? Pisse gurgelnde Reptilien, hab von denen gehört, aber ich hab keinen blassen Schimmer, was die wollen. Amphibien. Was? Salamander sind Amphibien. In welcher Beziehung steht ihr zu ihnen? Ich hab keine Ahnung. Macht ihr Geschäfte mit den Salamandra? Seid ihr von eurem verfickten Pferd gefallen? Wie kommt ihr an Berengars Besitz? Scheiße, ich bin Hehler. Soll ich euch das mal aufmalen? Glaubt ihr, ich frag jeden Dieb, wen er für seine Waren flachgelegt hat? Lasst mich euch mal ein Bild malen. Eine gewisse Organisation, nämlich die Salamandra, hat was gegen Hexer. Ein Hexer, nämlich Berengar, verschwindet. Und alles, was er besaß, landet in den Händen eines Hehlers. Und wer ist dieser Hehler? Ihr. Kommt da was in eurem kleinen Kopf an? Ich scheiß auf Bilder. Der Name Berengar sagt mir rein gar nichts. Meine Lieferanten wissen vielleicht mehr. Außerdem würde ich in diesem Geschäft nicht lange überleben, wenn ich heiße Ware verkaufte, bei deren Beschaffung ich die Hand im Spiel hatte. Klingt glaubwürdig. Ohne Beweis keine Schuldzuweisung. Nehmen wir also vorerst an, dass ihr es nicht seid. Na also, ein echter Meisterspion. Bei den Eiern meines Köters, ihr seid ein analytisches Genie. Wenn ihr etwas rausfindet und mehr Informationen braucht, kommt rüber. Dann reden wir. Ja, so wirklich viel hat uns das jetzt nicht gebracht. Aber er hat noch nicht also genug über das Silberschwert geplaudert. Die Wertsachen umverteilen. Das heißt, ich muss noch ein paar Infos aus ihm herausprügeln. Wie kommt ihr an Berengars Eigentum? Ihr lasst nicht locker, hä? Von einem Zwischenhändler. Ihr versteht mich nicht. Ich bin nicht an Zwischenhändlern interessiert. Ich brauche Informationen über Berengar. Dann fragt verdammt nochmal nicht mich. Euer kleiner Hexe hat für Kalkstein gearbeitet. Diese Information bekommt ihr umsonst. Für alles andere müsst ihr das Übliche zahlen. Jo, das ist auf jeden Fall mal eine wir coole sehen Info. Uns später. Das heißt, als nächstes müssen wir noch ein bisschen zu Kalkstein wandern. Achso, ja. Und ich muss ihn noch mal zu den Salamandra fahren. Also, was darf's sein? Wollt ihr Wertsachen umverteilen? Ja, aber ich hab ihn doch irgendwie schon nach den Salamandra gefragt. Na egal. Erklärt mir, warum die Wachen euch tolerieren. Haha, das ist streng vertraulich. Man muss eben wissen, wie man gut über die Runden kommt. Gut über die Runden kommt? Sowohl die scheiß Wachen als auch die bekackten Diebe brauchen mich. Ich habe Abmachungen mit beiden. Und das macht mich unberührbar. Ach so. Also, was darf's sein? Wollt ihr Wertsachen umverteilen?